Der Salar de Uyuni in Bolivien gilt als einer der schönsten und lebensfeindlichsten Plätze dieser Erde. Survival-Experte Joe Vogel und sein Freund Gregor Olenik starten eine waghalsige Expedition und wollen über diesen Salzsee wandern. Wir sind uns ziemlich im Klaren, dass das, was wir vorhaben, nicht ganz ungefährlich ist. Der Trip steckt voller unerwarteter Schwierigkeiten und Begegnungen. Ein bolivianischer Straßenhund wird zum liebgewonnenen Reisegefährten. Doch die Todeswüste wird ihren Tribut fordern. Das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeit relativ nahe liegt, dass er die nächsten ein, zwei Tage nicht überleben wird. Plötzliche Gewitter und Unwetter zwingen Johannes und Gregor dazu, ihre geplante Reiseroute zu ändern. Heute Abend sollten wir versuchen, nicht so direkt hier auf dem See zu sein, wenn es gewittert. Ansonsten sieht unser Zelt wahrscheinlich auch so aus wie die Bierdose danach. Doch einmal vom geplanten Weg abgekommen, geraten die beiden in eine Notlage. Und plötzlich geht es nicht mehr ums Weiterkommen, sondern ums Überleben. Hier haben wir den offensichtlich relativ alten Oberschenkelknochen eines Menschen.